Guten Tag allerseits, ich mache noch ein weiteres Video. Hier soll es nicht primär um das Projekt Super League gehen, dies soll nur als Anschauungsmaterial verwendet werden. Es geht hier um das Thema, wie man Git über SSH betreibt. Also statt HTTPS, das Sie wahrscheinlich bisher verwendet haben, kann man das Ganze auch über SSH machen. SSH steht für Secure Shell, das ist ein Projekt, das aus dem Betriebssystem OpenBSD kommt und ist ein sehr etabliertes und sicheres Übertragungsprotokoll. Mit SSH können Sie zum Beispiel auf einem anderen Rechner arbeiten, also wenn Sie keinen Desktop haben, also nur über eine Shell. SSH kann man eben auch verwenden, um Git-Repositories zu übertragen, und wir haben ja bisher HTTPS verwendet, was ja zu einigen Problemen führen kann, gerade im Schulnetz. Und ich habe ja hier im Repository Aufgabenversionskontrolle, weiter unten etwas geschrieben zum Thema HTTPS. Genau hier, wichtiger Hinweis für Windows-Nutzer im Schulnetzwerk, ich glaube bei Linux ist es so ein bisschen ähnlich. Und zwar bricht ja das Schulnetz den verschlüsselten HTTP-Verkehr auf, also TLS, SSL. Und darum muss man diese Verschlüsselung deaktivieren, was eigentlich sehr unsicher ist. Ich habe aber gesagt, Sie können sie in der Schule deaktivieren und wenn Sie wieder zu Hause sind, aktivieren. Natürlich geht das dann vergessen, wie es bei mir auch vergessen geht. Also demonstriere es mal. Ich habe hier über HTTPS, möchte das klonen. Git clone, füge das ein. Jetzt kommt natürlich diese Warnung, ist natürlich jetzt sehr unsicher, was ich gemacht habe, aber das Klonen hat funktioniert. Ich lösche es dann wieder. Also, jetzt wollen wir aber nicht mehr HTTPS verwenden, sondern SSH, weil das läuft auch im Schulnetzwerk sehr gut und dann muss man nicht immer umstellen. Die Frage ist, wie verwendet man das? Also einerseits die andere URL muss man verwenden, aber so geht es alleine noch nicht. Ich muss einen SSH-Schlüssel haben und ich muss den hinterlegen. Vielleicht kennen Sie PGP oder GPG, Pretty Good Privacy oder GNU Privacy Guard. Das ist ein Verfahren, das oft zur Verschlüsselung von E-Mails verwendet wird. Und das basiert auf asymmetrischer Kryptographie. Das heißt, Sie haben einen Schlüssel, der aus zwei Teilen besteht. Einem öffentlichen Schlüssel, den Sie jedem geben können, und einem privaten Schlüssel, den Sie sehr gut schützen sollen. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie schon SSH-Schlüssel im Einsatz haben, machen Sie doch einen neuen im Zusammenhang mit diesem Projekt. Dann müssen Sie diesen Schlüssel nicht allzu gut schützen, weil es geht nur um ein Schulprojekt und da wird sich kaum jemand bei Ihnen reinhacken wollen. Also, wie gehen Sie jetzt vor? Sie gehen auf dem Git-Server auf Einstellungen, also im Web. Dann gibt es den Tab SSH und GPG-Schlüssel. Ich habe hier noch jetzt meine Schlüssel mal gelöscht. Ich hatte natürlich schon einen drin. Und wie das Ganze geht, ist hier schön verlinkt. Also von GitHub, mache es mal auf in einem neuen Tab. Ist halt auf Englisch, aber Sie müssen eigentlich nur einen Befehl ausführen. Also hier geht es dann auf Generating a new SSH key and adding it to the SSH agent. Das zweite müsst ihr nicht unbedingt machen, es geht auch gut ohne. Und hier steht eigentlich schon der Befehl, den Sie ausführen können. Machen Sie das in der Git Bash, denn dort ist dieser SSH Keygen Befehl schon drin. Also SSH wird das sein. Der T-Parameter gibt den Algorithmus an und in diesem Fall ist es eine elliptische Kurve als Algorithmus. Man kann auch mit RSA arbeiten. Der Vorteil an elliptischen Kurven ist, dass die Schlüssel sehr viel kleiner sind und die gleiche Sicherheit bieten. Also, ich kopiere mal diesen Teil raus. Der C-Parameter gibt dann Ihre E-Mail-Adresse an. Gehen wir in Git Bash, füge das mal ein. Und das C gebe ich dann an patrick.bucher@lux.ch. Dann drücke ich Return. Und jetzt schlägt er mir hier diesen Speicherort vor. Ich akzeptiere das einfach mal. Ich habe meine bisherigen Schlüssel mal entfernt. Und jetzt kann man ein Passwort vergeben. Eigentlich ist ja das Ziel von SSH, dass man keine Passwörter mehr braucht, um auf einen anderen Rechner zu kommen. Die Frage ist, ob das sicher ist.
Grundsätzlich in der Firma verwende ich einen Laptop mit verschlüsselter Festplatte, dann kann man das gut ohne Passwort machen. In diesem schulischen Kontext, wenn Sie jetzt diesen Schlüssel nur dafür verwenden, können Sie es gut auch ohne Passwort machen, also einfach zweimal Return. Und dann wunderbar haben Sie hier diesen neuen Key, den Sie unter diesem Pfad abrufen können. Wichtig ist jetzt, diesem SSH-Verzeichnis gibt es ein ID@25519 und das gleiche mal mit der Endung .pub. .pub ist der öffentliche Schlüssel, den dürfen Sie jedem geben und den speichern Sie auch auf dem Server ab. Diesen Schlüssel hingegen dürfen Sie nicht weitergeben, den müssen Sie so gut wie möglich lokal schützen. Also, ich gebe jetzt mal diesen Schlüssel hier aus, .ssh. So, den da. Und sehen jetzt eigentlich recht kurz. RSH-Schlüssel sind viel länger. Wichtig ist, ich muss jetzt diesen kopieren da, also den ganzen String, ganzen Dateinhalt eigentlich. Copy. Und jetzt gehe ich da zurück. Meine Profileinstellungen. SSH-Schlüssel verwalten, Schlüssel hinzufügen. Schlüsselname, sagen wir mal, Demo. Wenn Sie mit mehreren Rechnern arbeiten, können Sie vielleicht hier den Namen Ihres Rechners eintragen. Dann füge ich das hier unten ein. Schlüssel hinzufügen. Okay. Und jetzt, wenn das alles geklappt hat und ich das richtig gemacht habe, sollte ich nachher hier auf mein Projekt gehen können, SSH. Und dann gehe ich mal schauen, ob ich das so klonen kann. Git clone. Paste, also jetzt die URL sieht anders aus. Jetzt werde ich beim ersten Mal gefragt, ob ich quasi dem Server vertrauen will mit diesem Schlüssel zusammen, weil ich diese Kombination noch nie verwendet habe. Hier tippe ich Yes ein, also Yes ausschreiben, nicht nur Y. Dann Enter. Okay, und jetzt hat das Klonen funktioniert. Und das Ganze macht die Arbeit mit Git doch etwas einfacher, gerade im schulischen Netzwerk. Ich empfehle Ihnen, erstellen Sie so einen SSH-Schlüssel, tragen Sie den ein auf dem Webinterface unseres Git-Servers und das dürfte Ihnen einiges an Ärger sparen, gerade im Schulnetzwerk. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.